herzlich willkommen zu einem neuen Kriegsvideo. Wir haben Attack Boost gegen eine italienische Mannschaft, hätte ich fast gesagt. Und schaut euch das Board an. Perfekter geht's gar nicht. Die Sekten so um Diamanten gegen ein Minion-Team, kann man behaupten. Okay. Also werde ich den auch gleich ausspielen. Die sind alle Limit gebreakt, scheint das stärkste Team in diesem Krieg zu sein. Ich kann im Frost sein spielen. Was will ich hier machen? Satana ist da. Ah, gut, Devana ist auch ein Sniper. Aber den höchsten Damage macht Satana. Ich glaube mit 532%. Oder? Jo. 532. Gut. Kümmere ich mich jetzt erstmal um die. Ja, ich kümmere mich jetzt erstmal um Garnet, würde ich sagen. Ja. Okay. Kümmern wir uns erstmal um Garnet, weil die wird sonst einfach viel zu nervig für Grabmacher und Besa, falls ich sie ready bekomme. Auf Soss gehe ich noch nicht, weil er ist Schurke, also Rogue. Die Chance ist dann einfach zu hoch, dass er meiner Attacke widersteht, da habe ich keine Lust drauf. So, Garnet ist weg, ist Geschichte. Können wir uns um die rechte Seite so ein bisschen kümmern. Also, ich kann jetzt versuchen, grün in Frost reinzuspielen. Und vielleicht kommt lila mit hoch. Dann wäre Frost auf jeden Fall weg. Jep, hat geklappt. Alles richtig gemacht. Jetzt kann ich nochmal einen Satana spielen. Jo, ist nicht schlimm. Alles in Ordnung. Okay. Wie viel hat denn Tuluria? 10. Ach du Scheiße. Gucken wir mal, ob Rot hochkommt. Das ist nicht passiert. Immer noch kein Rot, aber dafür lila. Die Warnung hat noch nicht ausgelöst. Nee. So. Und ich kann Rot ghosten, also. Alles easy. Ich habe heute Morgen Season 4 angefangen. Die erste Etappe, Alter. Das müsst ihr euch mal reinziehen. Ich weiß nicht, wie weit die Leute sind. Aber die erste Etappe. Und die habe ich jetzt durch auf leicht und schwer. Hab dann zwei Münzen reingeworfen und hab Davy Jones und Xenobia bekommen. Alter, ich hab mich des Todes gefreut. Okay, wartet mal kurz. Ja, das machen wir so. Das ist Geschichte. Ich hätte jetzt gerne lila. Okay, wenn ich lila oben spiele, löse ich auch lila unten aus. So. Und das war's dann auch gleich. Ja, auf jeden Fall habe ich mich gefreut. Und wenn ich endlich das Kostüm von Jabberwock fertig habe, in diesem Jahrhundert, kann ich Davy Jones dann tatsächlich auch anfangen. Und dann wird wahrscheinlich auch Kuhnchen definitiv abgelöst. Dann ist das Geschichte. So, das nächste Match. Ich glaube, ich habe noch niemanden irgendwie. Ich habe gerade nicht daran gedacht, aber ich wollte ja auch noch ein frohes neues Jahr wünschen. Ist mir gerade erst eingefallen. Das Team hat zwei blaue. Bietet sich also an, dass ich grün mitnehme. Ich glaube, im ersten Kampf habe ich auch gesagt, dass ich Kuhnchen rausnehme. Was sehr wahrscheinlich ist. Aber vielleicht nehme ich auch dann Sabine aus meinem Rooster raus. Oder mal gucken, ich weiß es noch nicht.
Irgendwer wird in Rente gehen. Ich weiß nur noch nicht wer. So, ich hab. Oh ja, das bietet sich ja an. Rot in lila und grün. Da ist noch eine grüne Reihe unter Fluffy. Warte mal, spiele ich die aus? Nee, erstmal in Elena rein. So. Ja, das machen wir so. Klack. Krampus lebt noch. Ich kann da eine Reihe noch reinspielen. Der wird nicht auslösen. So, der ist Geschichte. Okay. Drachenbombe. Okay, Elena hat ausgelöst. Ist aber nicht schlimm. Kann ich dispeln? Milena heilt. Okay, Milena heilt. Ich hätte es jetzt auch tatsächlich. Ich hätte es klauen können, aber. Nee. Das brauche ich nicht. Milena heilt, aber dispelt sie auch, das weiß ich gar nicht mehr. Yep, tut sie. Okay, die löst auf jeden Fall aus. Also warte ich einfach noch einen Zug. Nee. Warte mal, ich will nicht warten. Dann heilt sie nämlich Elena wieder. Hat nicht gereicht, dann benutze ich nochmal die Drachenbombe. Ja, das ist alles nicht so einfach. Da sind bestimmt noch die Neujahrs-Effekte, hätte ich fast gesagt. Was mache ich jetzt hier? Was mache ich jetzt hier? Noch hat Karnoff nicht ausgelöst. Ich ghoste mal blau. Okay, ich kann jetzt grün ghosten. Das muss ich auch machen, bevor Fluffy auslöst. Das will ich nämlich nicht. Okay, jetzt muss ich mich erstmal um Fluffy kümmern. Bevor hier noch ein Dilemma passiert, hätte ich beinahe gesagt. So. Okay, ist Geschichte. Den Hutmacher können wir jetzt benutzen. Dann ghosten wir nochmal. Das Gute ist, Karnoff ist sehr langsam. Aber jetzt haben wir ein Problemchen. Er wird auf jeden Fall jetzt gleich auslösen. Ja, ich kann jetzt nur grün vorbereiten. So. Okay. So, jetzt ist Milena dran. Das war's. Sehr schön. Sauberes Match. Hat sich so, wie ich letztes Mal gesagt habe, wieder angeboten. Ne? Da hat einer zwei blaue gestellt. Ja, alles klar, ich gehe mit grün rein. So, nächstes Match. Auch alle Limit Break. Also auch jeder hier hat den Limit Break, wollte ich sagen. Und da ist auch Davy Jones, Alter. Auf den freue ich mich auch schon, wenn ich den anfangen kann. Und. Ja, leider ist bei mir keiner Limit broken. Aber das macht nichts. Das macht gar nichts. Wir haben hier eine blaue Reihe. Wir haben noch eine blaue Reihe. Aber bevor ich die spiele, spiele ich erstmal meine grünes Matchy-Line. So, und wenn ich jetzt wieder blau spiele im Bobo. Könnte grün hochkommen? Leider nicht. Aber gut. Grün ist trotzdem hochgekommen. Die Frage. Nee, der wird nicht auslösen. Auf keinen Fall. So. Gut, hat jetzt nicht gereicht, aber
Ich werde das hier auch safe runterspielen. Und Kobalt wird hier mit einem Charge den Rest machen. Oder meine Drachenbombe. Okay. Ich wollte es gerade sagen. So nicht. Jetzt muss ich halt zusehen, dass hier was passiert. Also das ist ja echt. Das ist echt schlecht. Oh, wieder Drachenbombe. Okay, Catch spare ich mir noch mal eben auf. Mein grünes Match will ich eigentlich jetzt nicht spielen. Wegen Mana Reduction. Aber, ja, scheiße. Wenn ich lila spiele, spiele ich einen Grabmacher rein, er löst aus. Ach, ist das ein Mist, ey. Nein, das machen wir so nicht. Das machen wir so nicht. So, Grabmacher löst jetzt auf jeden Fall aus. Also muss ich jetzt Cat auf jeden Fall spielen. Ich kann Rot in Teluria reinspielen. Das bedeutet, ich habe einen Diamanten. Okay, sehr schön. Krampus ist für Divana ready. Aber leider, ah, kein Blau, Alter. Und Davy Jones wird gleich auslösen. Das reicht nicht. Mit Magni, das wird nicht reichen. Ich werde jetzt erstmal heilen. Das steht schon mal fest. Und ich werde auch Krampus auslösen. Und ich werde auch meinen grünen Diamanten spielen. Nee, warte mal. Den grünen Diamanten kann. Ah, Mann, ey. Will ich eigentlich nicht spielen. Weil Cat schon fast aufgeladen ist. Ich ghoste. So. Okay. So, jetzt lösen zwei aus. Divana und. Ja. Teluria. Auf Krampus. Oh, nice. Sehr schöne Combo. Alle drei lösen aus. Sehr gut. Best. Okay. Da ist alles in Ordnung. Ich kann jetzt blau ghosten. Also einen Stein eigentlich nur. Das machen wir aber auch. Jo, hat gepasst. So, und Grabmacher löst jetzt auch wieder aus. Aber ich habe drei Charges auf Dingsens. Also das ist der Tod von der rechten Seite. Steht schon mal fest. Komme, was er wolle. Auch ohne Krampus. Okay. Jetzt kann ich hier ganz entspannt warten, bis Blau hochkommt. Ach so, ich habe meiner Mutter Nord jetzt auch 10 Wappen gegeben. Eigentlich wollte ich ihr tatsächlich erstmal weiterhin keine Wappen geben, weil ich habe das Kostüm ja auch nicht. Das heißt nicht, dass sie schlecht ist oder so, sondern dass andere wichtiger sind, die ich konstant benutze. Obwohl ich Mutter Nord auch konstant benutze in dem Team. Aber es muss ja sein. Es bleibt leider nicht aus. Weil sie mir dann doch gegen starke Gegner fällt die so um ohne Wappen. Ja, die Zeit läuft runter, alles gut. Das Match ist hier gleich vorbei. Einmal blau reicht nicht. So. Noch haben wir Attack ab. Mal rein da. Jo, wir heilen mal. So, 2 reicht wahrscheinlich auch noch nicht. Ich glaube, die ist Limit Broken, ne?
glaube ja, ich bin mir nicht mehr sicher. So. Sauber. So, nächstes Match. Oha, gegen Isrod. Die Familie wurde ja gebufft. Den sieht man tatsächlich selten. Ich habe ihn selber auch, aber nur auf 370. Ich hatte das Glück, den zu ziehen. Wenn man das Glück nennen kann, mehr oder weniger. Und ja, von denen sieht man selten welche. Mal gucken, wie der so ist. Jetzt, nachdem der gebufft wurde. Wenn ich davon was miterlebe, natürlich, ne? Das ist die Voraussetzung. So, das ist schon mal super. Jetzt habe ich noch eine Blau, Grün, Gelb, Alter, passt. Alles klar, danke für die nette Combo. Ja, okay, reicht jetzt langsam auch. Okay, so, jetzt. Ja, Dark Lord wird jetzt gleich auslösen, Alter. Boah. Und er wird mich richtig. Der wird richtig reinhauen. Ich glaube, ich werde jetzt hier Celine tatsächlich einsetzen, nur um den Angriff zu dämpfen. Und ich lasse ihn auch direkt auslösen. Ja. 6,19, ey. Gut, lila kann ich ghosten. Nice, jetzt haben wir gelb. Oh, der Mana-Boost von Toxic ist so herrlich. Ah, hätte ich genug Wappen, ey, dann hätte ich die schon lange volle Wappen. Aber. Ey, Kleriker und Druiden, Leute. Das ist unglaublich. So, lass mich mal kurz gucken. Rechte Seite ist natürlich gefährlicher, weil da die Sniper sitzen. Ah, hat nicht gereicht. 102. Ich werde 102, ja. Okay, also Ion auf Liana und Grün sollte dann reichen. Vielleicht macht mein Stein jetzt auch Liana kaputt. Nope. Not yet. Okay. Kein Grün in Sicht. Liana ist immer noch am Leben. Ja, dann spiele ich einfach mal in sie rein, würde ich sagen. Mann, du. Ja, jetzt löst natürlich auch. Ach, scheiße. Also ich könnte jetzt den roten Diamanten auslösen. Oder einen blauen machen. Wovon ich mehr halte. So. So, jetzt spiele ich in Lianas Richtung. Dann habe ich auch wieder Heal und Mana Boost. Und den Repost kann ich dispellen mit Celine. Und da Divana sowieso auslöst. Was war das denn jetzt? Ach so, okay. Divana, ja, ich spiele zu selten gegen Divana. Schade. Alles klar, sie hat den Buff noch. Weil sie resistent gegen Dispels ist. Sagt ihre passive Fähigkeit auf jeden Fall. Alles klar. Autsch. So, jetzt habe ich Gelb wieder zusammen, aber dann löst auch Isrod aus. Dann kann ich lieber Grün ghosten und habe wieder Heal. Sehr gut. So, jetzt kann ich seine Attacke wieder dämpfen. Die Frage ist, will ich das? Nö. Will ich nicht. Sehr schön. So, jetzt kann ich erstmal wieder
Healen. Dispel. Natürlich, ja, Divana wird ja nicht gedispelt, aber. Isrod. So. Denn. Ja, der Stein sollte ja wohl reichen. Alles klar. Ich kann gelb ghosten. Ah. Jetzt ist auch noch ein Underworld-Stein gespawnt. Ey, Mann, das wohl. Ja. Ja, ist egal. Jetzt ist sowieso ganz egal. Sehr schön. Auch das hat gut geklappt. So. Vorletztes Match. Und das mit meinem Problemteam. Also. Vielleicht sollte ich da Davy Jones reinpacken. Ich weiß es noch nicht. Ich werde mal gucken, was ich da mache, aber. Also so geht das hier nicht weiter. So geht das hier nicht weiter. Zwei gelbe Matches. Kann ich irgendwas machen? Was anderes machen? Und ein lila Match? So. Lila in Divana rein. Okay. So. So, jetzt muss ich mal eben kurz überlegen. Das wäre wieder eine Combo und Richard würde auslösen. Er dürfte eigentlich keinen töten. Ah. Das hätte mich jetzt so schwer gewundert. Alles klar. Leider habe ich jetzt Attack Down. Das ist natürlich scheiße, aber. Und auch kein Lila in deren Nähe. Das kann ich jetzt auch nicht ändern. Eigentlich sollte Hell das jetzt so machen. Also alle drei killen. So. Das war ja mal sehr sauber. Jetzt nur auf die rechte Seite. Kann gelb ghosten. Quintus mit Kostüm. Sehe ich auch sehr selten. Gut, es gibt auch schon viel zu viele heftige Helden, also. Puh. Phileas Fogg will wohl auslösen. Hatte er jedenfalls vor. Aber so nicht. Dem mache ich auf jeden Fall einen Strich durch die Rechnung. Und nur mal so nebenbei, den Krieg verlieren wir brutal. Also. Das war nix. Habe ich, glaube ich, noch gar nicht erwähnt. Wir können uns gleich mal den Punktestand eben angucken. Aber wir kriegen ziemlich auf die Nuss. Behaupte ich jetzt mal ganz, ganz stark. Ich bin auch der Letzte, der gerade angreift, also. Ja. Sehr schön. Sauber. Wir können mal kurz gucken. Ja. Also. Ja, man kann sagen, 1000 Punkte Unterschied. Haben die schon alle Angriffe gemacht? Immer noch 6 offen. Und ich habe noch einen. Also, das ist absolut gelaufen. So, mein letztes Match mit meinem Lieblingsteam. Ich hoffe mal, ich versau's jetzt nicht. Warum auch immer. Sollte ich eigentlich nicht versauen. Hey, yuppie. Ein Diamant direkt. Eine nette Combo. So, jetzt kann ich noch eine grün-blaue Combo spielen. Aber, warte mal. Das mache ich anders. Ich spiele erstmal meinen Lila aus. Ja. Das gefällt mir. Das sieht doch schön aus. So, dann kümmere ich mich um die Mitte. Das ist nämlich das Gefährliche hier. Alles klar. Dann wird jetzt Frost Minions spawnen. Ich habe zwei blaue Matches. Die spiele ich auch beide aus. Schade, Lila ist nicht mit hochgekommen, weil ich ja einen Diamanten habe.
Aber das ist auch nicht weiter schlimm. So, dann spiele ich noch einmal in Odin. Der wird jetzt nämlich auslösen. Ja, der wird jetzt auf jeden Fall auslösen. Aber zu spät, mein lieber Freund. Viel zu spät. So, und jetzt kümmere ich mich um Asla. Let's go. So, Asla ist so gut wie dead. Ah, den kill ich auch. Dann habe ich noch... Eigentlich müsste ich jetzt nicht unbedingt heilen, aber das mache ich alleine schon, weil ich den Mana-Boost haben will. Und ich lasse jetzt auch das Board hier so ein bisschen verschwinden. So. Das hätten wir auch. Neue Minions. Okay, jetzt kann ich noch einen gelben Diamanten ausspielen. Kuhnchen wird jetzt sowieso gleich auslösen. Ich habe hier eigentlich so gut wie keine Steine. Ich muss hier so ein bisschen jetzt weiter Steine verschwinden lassen. Gut, da haben wir schon mal eine blaue Reihe. So. Okay. Dann kann ich jetzt Kuhnchen verschwinden lassen. Und Rot und Gelb auch. Oh Junge, ey. Kommt hier viel Rot nach. Herrlich, mein Team. Wirklich herrlich. Und Stone Skin von meinem Gargoyle, Alter, das ist so geil. Ohne Spaß. Ja, ich bin zwar lucky mit Helden, aber nicht lucky mit den Aufstiegsmaterialien. Das ist sehr schlecht bei mir. Gut, jetzt habe ich wieder 6 One-Shots. Ich bin sehr zufrieden mit meinem Krieg. Und ja, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.